Hey Leute, ich bin's wieder. Drache, Charu mit LP hinten dran und hier sind wir wieder bei ein Königreich für ein Lama. In der letzten Episode haben wir ja in diesem Level weitergemacht. Wir brauchen Trauben. Ich habe nicht keinen Bock, das Level. Upsi. Nochmal zu machen, nur weil uns eine Münze fehlt. Weil eine Fledermaus sich denkt. Nö. Also brauchen wir irgendwie Trauben. Aber wie es so aus wie es aussieht, keine Trauben. Okay. Jetzt haben wir hier das komische Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe voll vergessen, wie man das löst. Ist das ein Rätsel? Oh. Why didn't you tell me earlier, dass man das so macht? Wah! Was für ein männlicher Schrei. Bäm! Nein! Tschüss! Oh yeah! Jetzt nur noch die Kamera. Ah, heute ist der 8. April. That's what you get when you mess with the Emperor. Das bekommt ihr, wenn ihr mit dem König rum, all, but, ja, Hust. What have you done with my kids? Was hast du mit meinen Kindern angestellt? Oh. Ah. Verstehe. Okay, verstehe nicht. Wahrscheinlich darf ich nur die Schwarzen zurückschuten. Sind das ein Bombenseil, oder? Okay, ich versuch's mal. Lama coming through! Oh yeah! Schwarz! Wow! Okay. Ich weiß nicht, wieso es keine Musik gibt. Doch, ich weiß eigentlich schon, wieso es keine Musik gibt. Es liegt daran, dass... Dass ich jetzt... Ja, meint ihr, ich nehme das alles auf einmal auf? Nö. Safe States sind nützlich, okay? Das sind die einzigen Safe States, die... Oh nein! Ich werde ganz brüchig! Oh yeah! I'm a big, bad, rumbling lump of rock! And I'm gonna flatten you! Well, not today, pal! Oh ja! Ich bin ein... riesiger, großer, böser... Lump vor deinem Stein und ich werde dich plätten. Nicht heute, Kumpel. Das ist eigentlich sehr disturbing. Man Checkpoint. Bedenkt. Ah, endlich die Musik. Booyah. Wenn man bedenkt, dass der Stein gesagt hat, ja, was hast du mit meinen Kindern gemacht? Okay, jetzt muss ich extra vorsichtig sein. Wir wissen ja alle, wie ich auf extra vorsichtig sein reagiere. Bitte sagt mir nicht, dass das der Weg zurück war. Bitte. Oder muss ich einfach zurück? Nein. Nein, das... Ich könnte jetzt natürlich einfach den Safe State laden. Aber das geht mir gegen den Strich. Das entspricht nicht meiner Gamer-Ehre. Auf der PlayStation 1 können wir das auch nicht machen, verdammt! Ne? Ja. Oh, wo wir bei PlayStation 1 sind. Wusstet ihr, dass es die Spyro-Trilogie endlich im PlayStation Store gibt? Sie ist aber leider nur die amerikanische Version, also NTSC. Und die ist ein bisschen schneller als die europäische. Und wenn die europäische kommt, kaufe ich mir die auch, weil ich konnte einfach. Ich habe es einfach gemacht und. Ein weiteres Level zum Beispiel. Weil, wegen einer Münze! Wegen einer. Patscha? Verdammt, Münze! Checkpoint. Ja. Ah, there you are. What took you so long? Ah, da bist du ja. Wieso hast du so lange gebraucht? Stop it! You're so funny. All right, now move it, Chunkster. Hör auf! Du bist so lustig. Okay, jetzt beweg dich, Dickerchen. Nein, wir dürfen das Level nochmal spielen. Wir dürfen das Level nochmal spielen. Nein! Ich will nicht! Wegen einer Fledermaus! Wegen einer Fledermaus! Könnt ihr euch das vorstellen? Eine verdammte Fledermaus! Ja!
drehe gleich am Zeiger. Obwohl ich keine Uhr bin. Ja, Gott. Wieso mache ich das eigentlich noch? Wieso? Wir haben sowieso verloren. Also verloren. Ich darf das denn nochmal machen. Das habe ich verloren. Und die auch, weil das wir nochmal... Wow. Nochmal sehen müsst. Ja, wer lacht jetzt, hä? Wer lacht jetzt? Ja, ihr wahrscheinlich. Na egal. Das wird mir nicht die Laune vermiesen. Naja. Bisschen vielleicht doch. Noch nö, das ist doch nicht ernst. So mache ich das jetzt eigentlich. Ist doch klar, dass es. Ja. Hm. Okay, wisst ihr was, Leute? Aber ich kann das doch nicht einfach. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Es geht einfach nicht. Gibt es einen besseren Weg oder muss ich wirklich drüber springen? Ich muss da. Ja, das Problem ist, vielleicht können wir. Nein, das sieht aus wie das Ende des Levels. Und ich gehe gern riesig. Wieso tust du mir das? Cusco, was sollte das? Oh, wir haben keinen Saft mehr. Na gut, scheiß drauf, ich muss das sowieso nochmal machen. Was machst du sagen, Pacha? Ja, just catching my breath. Ja, ich muss nur zu Atem kommen. Yeah, sure. Ja, ja, ist klar. Levelende! Wir haben so gut abgeschnitten! Ach, gut. Yes. Ein weiteres Level, das wir nach Beendigung des Spiels nochmal machen dürfen. Wieso tue ich mir das an? Es ist irgendwie wie Rayman Origins. Catacombs, Chapter 2, 3. Cusco, line up with the corners and I'll bet they'll automatically turn us around. Ah, wieder so etwas. Okay. Gut. Das ist kein Problem. Hier können wir uns umbringen. Damit habe ich keine Probleme. Oh Gott. Yeah. Ich darf bloß nicht auf die grünen Felder kommen, weil die uns umdrehen. Und umdrehen ist in diesem Fall ungesund, weil wir dann quasi eigentlich... Hilfe, was ist das? Ich will nur mal steuern können. Nein, ich nehme mir die Niederlage deinem vorigen Level nicht zu Herzen. Ah, damn it. Das ist wieder eins von den Leveln. Okay. Verdammt, ich trinke wieder Cola. So viel zu, ich höre auf, das gesoff zu trinken, nachdem wir wissen, wie sauer das eigentlich ist und was alle Phosphorsäure ist da bitte drin. Oh mein Gott. Sehr ungesund. Und ich trinke es immer noch. Ist mein Mikrofon an? Das habe ich zuletzt aufgenommen. Hoffentlich ist es nicht auf Skyrim-Ton. Ja, dürfte das. Okay. Nö, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Okay, jetzt hier. Amra! Ja! Wo sind meine Gaming-Skills hin? Verdammt! Okay, nach dieser Episode muss ich die Kontaktlinsen rausnehmen. Bald werden es 14 Stunden sein! Das ist das absolute Maximum. Oh yeah. Okay. Aber ich muss sagen, ich mag die Level. Das ist nicht so frustrierend wie die Flusslevel, wo man weiß. Nein, ich muss das Level zu Ende spielen, obwohl ich eine Münze verpasst habe. Ah! Das ist ja. Oh, Münze verpasst. Okay, ich schmeiß mich runter, mach das Level nochmal. Na, zuerst müssen wir gesund. Komm, ne? Ist klar. Das ist so was von. Ja, und wieso hat das vorhin funktioniert? Was hat vorhin funktioniert? Also, im Catacombs Level 1. Chapter 1, whatever. Das ist das Einzige, was so richtig stresst, also die Anfangsszene. Dap, dap. Na, 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 na. Schon wieder diese epische Musik. Mann, ich kann das nicht mehr ab. Mann. Eigentlich bin ich heute gut gelaunt. Es hat geregnet. Oh Mann. Und wenn wir einmal irgendwas... Wisst ihr was? Muffins sind kein geeignetes Rachemittel. Nicht mal, wenn man eine ganze mega scharfe Chili-Schote reintut. Das hilft nichts. Okay. Gut, dann mache ich das halt hardcore.
ich. Ich bin besser, als ich gedacht habe. Das ist gut. Denn die Strecke ist schwerer. Man sieht es, man merkt es, man... ja. Man sieht es und man merkt es beim Spiel. Nein. Uah! Hilfe! Kusk! Oh, ist voll der... Nein! Nein! Uah! Bitte, mach uns langsamer, bitte! Wow! Automatisch? Nein! Automatisch richtig gemacht, dann hab ich's versaut. Oh Gott, wenn ich mir die Aufnahmen nachher anhöre, das ist manchmal sehr komisch. Ja. Aber ich will nicht. Ich will nichts hinterfragen. Ich meine. Nehmt einfach der SDS. Die können ja auch nicht singen und sind ein paar Tage populär. Na gut, einige können vielleicht singen, aber die schaffen es nicht in die Endrunde. Andere können nicht singen und schaffen es Gott sei Dank nicht in die Endrunde. Ach, kommt jetzt bloß nicht mit Eurovision. Das ist sowieso nur so. Spastikowski-Kram, oh mein Gott, wah. Hilfe, das ist ungewohnt. Danke. Ja, Tablet, ich gehe dann und guck, was du mir zu sagen hast. Aber zuerst... okay, ich krieg das Level hoffentlich noch zu Ende. Hier in der Mitte Pause machen. Da, die Pause machen wir. Ein bisschen. Okay, jetzt kommt die... Bonk. 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 Okay. Jetzt hier muss ich irgendwo aufpassen. Zuerst hier irgendwo. Ah, da haben wir... Nein! Okay. Ich bin Perfektionistin. Ich bin fast so wie Tischka zu Frakis, okay? Wir haben noch 8 Minuten, Leute. Wir haben noch 8 Minuten. Ich hab euch... Nein, nö. Schreit euch. Ich würde einfach Pause drücken oder wegdingseln. Das ist kein Problem, nein. Ihr könnt das einfach machen. Oh ja, ich muss hier weiterspielen. Und oh, by the way. Ja, das ist wieder zwischendrin, aber... Ich hab's heute geschafft, PlayStation 2 Spiel auf dem PC zum Laufen zu kriegen. Oh yeah. Wir wissen alle, was das bedeutet. Das bedeutet, 2 Projekte sind schon mal bestätigt. Mhm. Beide Spiele laufen nämlich. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, oh mein Gott. Was sind das für Spiele? Ich will euch nicht spoilern. Aber beide kann man eigentlich erahnen, wenn man weiß, was für Spiele ich so spiele. So, ja, dann das nächste ist natürlich, würde ich gerne ein paar PlayStation 1 Spiele zum Laufen bringen, aber ich war letztens bei meiner Oma und ich habe genau die Spiele nicht gefunden, die ich eigentlich let's play wollte, ne? Also vor allem die deutsche Version von meinem Königreich und Namen habe ich nirgendwo gefunden. Und das nächste Mal bin ich halt in den Sommerferien wieder bei meiner Oma. Das bedeutet, dass nach diesem Projekt wahrscheinlich wieder PlayStation 2 Spiele kommen. Und nach Warcraft 3 kommt dann auch wieder ein Jump'n'Run. Also, ich brauche eine Pause von Strategiespielen. Nichts gegen Warcraft 3, es ist mega cool. Aber ich meine jetzt einfach nur... Zwei auf einmal, das war keine gute Idee, das bin ich ein bisschen ausgebaut. Okay. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, denn hier irgendwo kommt die Münze, die total assi ist. Und so weiter und so fort. Ja. Nein. Jetzt seht ihr, was passiert, wenn man nicht auf das blaue Teil drauf kommt. Man fährt einfach weiter. Hey, cool, ich sehe mich im Fenster. Hallo. Wisst ihr, was eigentlich noch sehr gewöhnungsbedürftig ist? Gewöhnungsbedürftig ist morgens eine halbe Stunde früher aufstehen, um die Kontaktlinsen reinzuballern. Oh Gott. Aber ich liebe es, mit Kontaktlinsen rumzulaufen. Ich rede nur noch über meine Kontaktlinsen. Und wenn es euch interessiert, ich habe Monatslinsen. Also es ist noch nicht ganz klar, aber ich glaube, ich werde bei diesen Linsen bleiben. Naja, war bei Vielmann und so. Halt jetzt 2 Wochen Probe tragen mit allen drum und andere Richtung dran. Ne? Okay. So.
Ich kann mir nicht vorstellen, die amerikanische Version dieses Spiels zu spielen. Das hier wird manchmal viel zu schnell. Ich brauche da definitiv noch einen Drink. 15 Minuten. Ah, komm, ich will heute zumindest so etwas schaffen. Ne? Es ist eigentlich so wie Rayman Origins, wo man nach einer Stunde irgendwie, ja, vielleicht zwei Level auf 100% geschafft hat. Natürlich, okay, hier. Ruhig bleiben. Okay. Ich würde mich eigentlich gerne umdrehen. Nein. Da bin ich drauf. Danke. Da bin ich durch, da bin ich durch. Oh Gott. Hilfe. Neun. Aufhören. Warte. Habe ich sie in der Mitte gesehen? Nein! Grummel. Okay, wir werden umgedreht. Dann müssen wir nach links. Was bedeutet, ich muss nach rechts drücken? Ah, die Steuerung ist umgekehrt, Leute. Die Steuerung ist umgekehrt. Ja, es ist halt blöd. Ich kann ja eigentlich nur abends Let's Playen. Manchmal am Nachmittag und abends. Da bin ich schon ein bisschen ausgepowert. Heute hatte ich zwei Prüfungen, Französisch und Latein. Und... ja. Ich habe irgendwie schlechtes Gefühl bei Lateinprüfungen. Kein Sechser. Keine Ahnung, ich hatte so... Auf einmal hatte ich keine Ahnung mehr, was ein Ablaps ist. Hilfe. Und bei den Übungen so. Ablaps, kein Problem. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Ich traue mein Gehirn langsam nicht mehr über den Weg. Egal. Und ich muss mir ein besseres Teufelsmuffin-Rezept ausdenken. Ich weiß, aber ihr seht doch genau, wie das ist. Ich werde jetzt nicht immer sagen, und umdrehen und weiterfahren und umdrehen und Turbo und umdrehen und... Hüpfen und hüpfen und Turbo und... Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst genau, worauf ich hinaus will. Hilfe. Das ist einfach so schnell. Okay. Jetzt. Umdrehen. Ich will mich umdrehen. Mann! Okay, jetzt ist die Steuerung wieder normal. Gut. Das ist einfach sowas von, wer? Gewöhnungsbedürftig. Hier irgendwo... umgedreht. Kann man das ja. Ich bin ja so ein. Nö. Yeah! Nö. Toll, jetzt darf ich einfach mit dem diesen Level aufhören. Aufhören. Gott. Ich brauche einen Drink. So. Okay, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Ja, ich kann das. Mir ist die Fähigkeit, mich zu konzentrieren, gegeben. Mhm. Wupp. Wupp. Keine Ahnung. Ich will euch irgendwas fragen, aber mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Letztes Mal das mit dem Sternzeichen. Ja, ich weiß, komisch, aber... Was könnte ich euch denn so Schönes fragen? Genau! Oh ja, genau. Mögt ihr Achterbahn? Wart ihr schon mal auf der Black Mamba im Phantasialand? Nein! Die Steuerung ist normal, du Trottel! Ich war zweimal auf der Black Mamba an einem Tag und einmal in der ersten Reihe. Und ich fand's super cool. Nein, auf dem Silverstar im Europa-Park war ich noch nicht. Dafür auf den meisten anderen. Mein Gehen soll euch nicht stören. Es ist vollkommen. Hey, ich könnte heute auch nicht ein bisschen länger Let's Playen. Ich habe Zeit und morgen ist Tag der Nachhaltigkeit, wo wir oder ich mich dank unserer tollen Homepage mit Bienensterben befassen kann. Dann werde ich euch bei der nächsten Aufnahme, welche Spur das sein wird, wahrscheinlich Rokodai, kann ich euch mit... Hey, ich weiß genau, wieso ich die Level nicht mehr mag. Ich erinnere mich. Die Steuerung verwirrt einen. Man sieht das grüne Ding und automatisch... Man steuert automatisch umgekehrt. Obwohl man sich noch nicht umgedreht hat. Und Leute... Boah, wir sind gleich bei 20 Minuten. Wir haben heute... Haben wir was geschafft? Nein. Ich habe nur mein eigenes Gamerherz gebrochen. Ja, na gut. Ich mache mal hier eine Pause. Und wir sehen uns sowieso gleich wieder, weil das kommt ja sowieso am gleichen Tag hoch. Und ich muss sagen,
Bis dann, Leute. Haltet die Ohren steif. Tschö.